Konsum, der Treibstoff des Kapitalismus. Fuck 90 Euro. Umweltzerstörung, Kinderarbeit, Kriege. Wie viel Verantwortung tragen wir als Verbraucher? Ich glaube, in einer Marktwirtschaft, in der wir ja leben, gibt es nichts Stärkeres als die Macht der Konsumenten. Wer verwaltet unser Geld und was wird damit eigentlich gemacht? Jeder, der seine 10 Euro oder eine Million zur Bank trägt, ist ein Entscheidungsträger, wie unsere Gesellschaft aussieht. Ich glaube, mit unseren Konsumentscheidungen können wir die Welt positiv verändern. Es ist 8 Uhr morgens und ich habe keinen Fairtrade-Kaffee. Seit 2 Wochen notiere ich mir jetzt jeden Cent, den ich für Kleidung, Essen und andere Dinge meines täglichen Bedarfs so ausgebe. Ich möchte nämlich ein Experiment machen. Und zwar möchte ich herausfinden, wie viel Aufwand ich betreiben muss und was mich das Ganze kostet, mein Leben auf ethisch unbedenklichen und ökologisch nachhaltigen Konsum umzustellen. Meine Kernfrage: Ist das gute Gewissen ein Luxusprodukt? Um diese Frage zu beantworten, schaue ich mir die Bereiche meines Alltags an. Lebensmittel, Strom, Konto, Kleidung, Geräte. Ich vergleiche Anbieter, Läden und Produzenten. Was in meinem Kopf schnell erledigt war, stellt sich als Telefon- und E-Mail-Marathon heraus. Schließlich will ich nur das Beste für mein Geld. 2 Wochen später ist Stichtag. Wie hoch sind meine monatlichen Grundkosten normalerweise denn überhaupt? Diese Frage wollte ich sowieso schon länger mal klären. 4 Wochen lang habe ich jetzt alles notiert, was ich für meinen Lebensunterhalt so ausgegeben habe. Und ich komme bei Lebensmitteln, Strom, Gas und Kontoführungsgebühren auf eine Summe von 299,96 Euro. Also mehr oder weniger 300 Euro. Das hier sind alle Bons und Kassenzettel, die ich dafür aufgehoben habe. Schön, dass du da bist. Und wie nachhaltig die Sachen auf meinen Einkaufszetteln so sind, möchte ich von Sonja Pannenbecker erfahren. Sie kommt von der Verbraucherzentrale Bremen und ist Expertin für Nachhaltigkeit. Zusammen nehmen wir meine WG auseinander. Ich würde sagen, wir fangen am Kühlschrank an. Mhm. Oha. So, ja genau. Wir müssen nicht den ganzen Kühlschrank auseinandernehmen, keine Sorge. Das meiste davon gehört meinem Mitbewohner. Mhm. Ich habe es schon extra sortiert. Und trotzdem ist es ein ganz schöner Berg, den wir da vor uns haben. Und es gibt einiges zu diesem Berg zu erzählen. Damit der Film ohne Überlänge auskommt, muss die Mayonnaise als Sündenbock herhalten. Also, ich guck mal, wo die Eier herkommen, ob es irgendwas draufsteht. Und wir haben jetzt hier eben Eier aus Bodenhaltung. Genau, besser wäre eben aus Hollandhaltung. Käfighaltung gibt es nicht mehr? Doch. Also, es gibt sie durchaus noch. Sie heißt dann Kleingruppenhaltung. Man findet sie im Supermarkt nicht mehr als einzelne Eier, weil die Verbraucher irgendwann gesagt haben, wollen wir nicht. Aber in verarbeiteten Produkten, wenn es nicht anders draufsteht, vermuten wir immer noch, dass da sehr viel aus der quasi schlechtesten Eierproduktionshaltung stammen. Ja. Und die Verpackung Plastik könnte man auch im Glas kaufen? Genau. Ist wieder schwerer, genau. Und das ist quasi, also es ist ja auch sehr gut trennbares Plastik, sagen wir es mal so. Ne? Also das hier, wenn man den Deckel dann abmacht, dann hat man zwei Plastiksorten, die getrennt sind. Das kann man ganz gut recyceln. 2 Stunden später haben wir immer noch nicht die Hälfte unseres Haushalts durchsucht. Von regionalem Gemüse über Marmelade ohne Angaben zur Zahnpasta mit Mikroplastik. Mein Kopf droht zu platzen. Ich hatte mir das irgendwie einfacher vorgestellt. Klare Strukturen, Erlaubnis, Verbot. Stattdessen gibt es einen Wust an Labels, Richtlinien und eine Menge Abwägungen. Was ich mir merken kann, auf Bio- und Fairhandelssiegel darf ich mich verlassen. Es gibt allerdings gefühlt 100 verschiedene davon. Plastik ist manchmal besser als Glas, weil leichter. Und wenn alle Menschen auf der Welt satt werden wollen, darf ich laut Planetary Health Diet nur 13 Gramm Ei pro Tag essen. Als wir fertig sind, möchte ich von Sonja ein abschließendes Fazit hören. Was sind die wichtigsten Stichpunkte? Ja, also es geht einerseits auch um vielleicht ein bisschen weniger konsumieren, also und bewusster konsumieren, auch mehr teilen. Also braucht jeder, wie groß muss die Wohnung sein, wie viel Geräte brauche ich, wie viel Klamotten brauche ich oder wie lang trage ich die Klamotten. Und eben auch bei Lebensmitteln eben möglichst regional, saisonal, wenn möglich bio. Und auch wenn eben Produkte aus dem globalen Süden, dann eben in Fairtrade-Qualität. Man könnte immer alles besser machen, aber trotzdem ist Bio deutlich höher in den Standards, auch in den Umweltstandards, als jetzt ein konventionelles, normales Produkt. Es gibt ja auch konventionelle Landwirte, die wahnsinnig hervorragend arbeiten, aber nicht Bio-Standard zertifiziert sind. Da muss man dann eben mit dem Landwirt selber sprechen. Aber wenn man im Supermarkt einkaufen geht, ist das halt das, woran man sich halten kann.
Stichwort dranhalten. Am zweiten Tag bekomme ich die Folgen meines Experiments direkt zu spüren. Es ist 8 Uhr morgens und ich habe keinen Fairtrade-Kaffee. Heute also kein Koffein. Trotzdem geht's gleich in den Unverpacktladen. Dort gibt es nur lose Waren, also ziehe ich erstmal alle Register in Sachen Frischhalteboxen. Also ich hatte ja ein bisschen Angst, dass das einen Heidenkrach macht, wenn ich mit den ganzen Gläsern rumfahre. Aber das ist eigentlich ganz in Ordnung. Der Unverpacktladen ist etwa 15 Minuten von meiner Wohnung entfernt. Neben Lebensmitteln gibt es hier auch noch eine kleine Auswahl an Drogerieartikeln. Man kann sich sogar seinen Allzweckreiniger selbst abfüllen. Und zwar packe ich alle meine Gefäße jetzt erstmal raus und wiege die ab auf dieser Waage. Und dann schreibe ich mit einem kleinen Stift das Gewicht da drauf. Und das zieht sie dann hinterher beim Wiegen an der Kasse einfach ab. Gramm Nudeln. Das macht richtig Spaß mit diesen Henkeln. Was ich mich frage, die ganzen Sachen müssen ja irgendwann auch einmal verpackt gewesen sein. Und zwar ist es so, dass alles, was geht, bekommen sie in solchen großen Papptüten. Und dann so chemische Artikel und so weiter bekommen sie hier in solchen Eimer. Das sind zwar Plastikeimer, aber die gehen nach einem Pfandsystem einfach wieder zurück. Die werden also so lange benutzt, bis sie wieder kaputt sind. Und wenn der Müll kommt und abgeholt wird, dann ist das einfach ein riesiger Haufen Pappe, der vor der Tür steht. Ich gehe jetzt bezahlen an die Kasse und dann geht's ab nach Hause. Also man fühlt sich schon ein bisschen wie so ein kleiner Packesel mit den ganzen Boxen im Rucksack und der Extratasche. Aber so ist das halt, wenn man die Welt retten will. Und das Ganze hat jetzt 29 Euro gekostet. Ich weiß nicht genau, was davon jetzt so teuer war, aber 29 Euro, das ist... ganz schön viel. Ein paar Tage später treffe ich Hans-Heinrich Bast, einen Wirtschaftswissenschaftler von der Hochschule Bremen, der unter anderem schon die Industrieentwicklungsorganisation der UN, Foodwatch und den WWF beraten hat. Auf dem Findorf-Markt, einem der größten Märkte Bremens, unterhalten wir uns über Konsum. Haben Sie Kaffee, wollte ich mal kurz fragen? Kaffee und Tee? Haben Sie? Da vorne ist ein Bäcker. Ah, okay, alles klar. Wir gehen zum Bäcker. Dankeschön. Schmeckt der Kaffee? Ich weiß, ich habe jetzt hier so einen Keks und ich weiß nicht, ob ich den essen darf. Verstehen Sie, in was für einem Dilemma ich mich befinde den ganzen Tag? Nein, das verstehe ich nicht. Warum nicht? Warum wollen Sie den Keks nicht essen? Der ist ja jetzt bezahlt, er liegt auf Ihrem Teller. Wenn Sie den nicht essen, wird er weggeworfen. Stimmt, das ist nicht nachhaltig. Ne? Absolut nicht. Naja, ich sag mal so, wenn Sie es aus grundsätzlichen Überlegungen heraus nicht tun wollen oder aus gesundheitlichen Gründen nicht tun können. Aber ich denke, grundsätzlich sollte man ja Lebensmittel nicht unnütz verschwenden. Das heißt also, das Beste wäre ja gewesen, Sie hätten vorher gefragt, ist der Keks so, wie ich ihn mir wünsche? Und wenn nicht, hätten Sie ihn einfach zurückgehen lassen können. Das ist jetzt zu spät, ne? Jetzt nehmen die ihn nicht mehr, jetzt habe ich ihn schon angefasst. Genau, das den dürfen die jetzt nicht mehr nehmen. Dann muss ich ihn jetzt essen. Ja. Lassen Sie es schmecken. Gibt es Ihrer Ansicht nach ethischen Konsum? Naja, die Frage ist, was verstehen wir unter Ethik? Unter ethisch korrektem Verhalten? Ich denke, wir sollten uns immer fragen, ist das, was wir tun, etwas, von dem wir wollen könnten, dass es andere auch so tun? Dass es also sozusagen für alle verbindlich wird? Und wenn wir uns diese Frage immer stellen, ich glaube, dann kommen wir ziemlich nah daran, etwas zu tun, was ethisch korrekt ist. Das ist die alte Regel von Kant, nicht? Der kategorische Imperativ. Man soll so handeln, dass das, was man selbst tut, eben für alle anderen verbindlich sein könnte. Allgemeines Gesetz nennt er das. Jeder Einkaufszettel ist auch gleichzeitig ein Wahlzettel. Mhm. Können Sie mit dem Spruch was anfangen? Es ist schon so, dass... wir ja als Konsumenten auch eben jeder für sich nur einen kleinen Teil eben verändern können.
Aber in der Summe, wenn wir andere von unserer Ansicht auch überzeugen können, dann sind wir in der Summe doch sehr stark. Und ich glaube, in einer Marktwirtschaft, in der wir ja leben, gibt es nichts Stärkeres als die Macht der Konsumenten. Also dort, wo eine Nachfrage ist, dort wird auch ein Angebot entstehen. Und dort, wo keine Nachfrage ist, wird das Angebot vom Markt verschwinden. Das heißt also, wenn wir bestimmte Produkte nicht mehr nachfragen, dann werden sie auch nicht auf dem Markt gehandelt werden. Das klingt einleuchtend und bestärkt meine These. Ich kann selbst entscheiden, was und wie es produziert wird. Bas sagt unter anderem, dass wir unsere Industriepolitik auf kleine und mittelgroße Unternehmen fokussieren sollten. Ich habe auch immer das Gefühl, mein Geld ist auf dem Markt oder eben in einem kleinen Bioladen besser aufgehoben als im Supermarkt. Aber ist das wirklich so? Also wenn es nur Großunternehmen gibt, dann haben wir eine sehr bürokratisierte Wirtschaft. Und wenn es nur kleine Unternehmen gibt, dann gibt es eben häufig nicht genügend Kapital, um auch Innovationen zu finanzieren, und die Mischung macht's, nicht? Und warum sollte man nicht den Kleineren unterstützen, wenn er die gleiche Qualität bietet, den gleichen Preis bietet? Ja? Weil es ja auch Spaß macht, wenn sie durch ein Viertel gehen, durch ein Stadtviertel gehen, wo es viele kleine Läden gibt. Das ist ja eigentlich auch so, das Einkaufserlebnis ist ja netter, als wenn sie jetzt in einer großen Mall einkaufen. Also von daher. Dieser Markt oder generell Märkte, assoziiert man ja eigentlich immer mit regional und frisch und aus der Gegend. Stimmt das? Also hat der Markt hier nur Waren, die regional sind und saisonal? Es würde mich sehr wundern, dass Ingwer oder Kurkuma hier in der norddeutschen Tiefebene angebaut würde. Sie haben das gerade gesehen. Genau. Wir können ja mal kurz dahin gehen. Darf ich mal fragen, woher bekommen Sie den Ingwer? Es gibt sozusagen drei Herkünfte bei Ingwer immer. Ne? Entweder Afrika, Peru oder China. Afrika ist wahrscheinlich der intensivste, aber der ist immer ganz klein und knubbelig. Haben Sie denn überwiegend jetzt regionale Produkte hier oder ist das 50-50? Woraus setzt sich jetzt Ihr Bestand so zusammen hier? Wenn es Zucchini von hier gibt, haben wir Zucchini von hier, klar. Ja. Aber wir haben das ganze Jahr Zucchini. Also wenn es keine von hier mehr gibt, von den regionalen Bauern, dann eben aus Italien oder Spanien. Ne? Und so ist das bei fast allen. Ne? Selbst auf diesen Ständen findet man also Importware zuhauf. Und ich dachte immer, was hier nicht wächst, landet auch nicht auf dem Wochenmarkt. Ich glaube langsam, ich muss mich von dem Gedanken verabschieden, nur Regionales zu essen. Sag mal, die Menschen vor 200 Jahren, die haben sich ja regional weitestgehend ernährt, aber die hatten eben auch Hungersnöte, wenn eben die regionalen Ernten nicht ausreichten, und sie hatten eben auch Mangelernährung, wenn sie eben nicht genügend Vitamin C hatten. Wichtig ist, nicht die Globalisierung umzudrehen, sondern die Globalisierung verträglich zu gestalten, also Arbeitsrechte zu beachten, Umweltschutz möglichst weitgehend zu beachten und insgesamt vielleicht auch ein bisschen weniger konsumieren. Ich glaube, das täte uns allen auch gut. Am Ende sagt Bas noch, eine Radikalität wie die meines Experiments würde für einen Wandel gebraucht werden und dass er hofft, ich könne auch andere dazu inspirieren. Laut ihm braucht es aber auch einen Wandel in der Politik. Beflügelt von diesen Worten mache ich mich auf den Weg zum Depot der solidarischen Landwirtschaft, kurz SolarWi. Moin. Bist du Kilian? Hallo, schön, dich zu treffen. Wenn man Mitglied bei einer SolarWi ist, zahlt man einen festen Beitrag an einen Hof, von dem man dann Ernteanteile bezieht. Man bekommt, was halt gerade wächst. Der Beitrag bleibt dabei gleich. Dafür haben die Landwirte Planungssicherheit und müssen sich nicht nach den schwankenden Preisen auf den Märkten richten. Kilian ist seit ein paar Wochen Mitglied und weist mich heute ein. Auch noch nicht so lange dabei. Na genau, dann gibt es hier auch noch so eine Kiste, da ist dann... Wenn du dir einen Käse oder eine Milch bestellt hast, ja, ist die da auch mit drin. Genau. Ist die hier mal drin? Okay. Für knapp 70 Euro im Monat bekomme ich pro Woche zwischen 1,5 und 3 Kilo Gemüse, plus Milch, Käse und Eier. Das Gemüse muss ich noch selbst abwiegen. Alles auf Vertrauensbasis. So. Gerade zu Hause angekommen. Ich packe jetzt erstmal den ganzen Kram wieder aus und wasche vor allem. Pastinaken, Möhren und Kartoffeln. Rausfinden, was ich damit so mache. Also Pastinaken, keine Ahnung, was man damit macht. Es sieht für mich aus wie eine Möhre. Hokkaido-Kürbis stelle ich mir jetzt erstmal Suppe vor. Ehrlich gesagt stelle ich mir jetzt alles irgendwie in der Suppe vor. Hokkaido-Kürbissuppe. Ey, da steht, man muss den Kürbis zerraspeln. Nein.
Zeig mir mal dein Rezept. Der Koch in mir muss noch entdeckt werden. Zum Glück habe ich zwei Küchenfreaks an meiner Seite. Also für meine erste Kürbissuppe bin ich ganz schön zufrieden. Ich bin gespannt, was ich in nächster Zeit so von der Solawi für Gemüse kriegen werde und wie ich das verwerten werde. Und ob ich lange Bock auf diese Koch-Action habe, weil es ist schon ganz schön viel Gemüse, was man jetzt verwerten muss. Ich denke, es ist Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Also als allererstes muss ich sagen, fällt es mir gar nicht so schwer im Moment, die Umstellung. Und ich habe noch relativ viel Spaß daran, immer frisch zu kochen. Und es fühlt sich einfach irgendwie gut an. Also ich merke, dass ich jetzt gerade deutlich gesünder esse als vorher. Die Kosten, bis jetzt habe ich das Gefühl, dass es arschteuer ist, ehrlich gesagt. Ich werde jetzt noch keine Summen nennen. Das pendelt sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen ein, weil ich jetzt meinen Betrag für die Solawi schon eingerechnet habe. Aber im Moment sieht es aus, als wenn mich das eine ganze Stange Geld kosten wird. Es ist Zeit für meine nächsten Schritte. Innerhalb von 5 Minuten richte ich mir ein Konto bei einer Ökobank ein. Kostenpunkt für mich 3,80 Euro im Monat. Ich wechsle zu einem Ökostromanbieter und suche nach einem Laden, in dem ich das Fairphone kaufen kann. Es kostet 450 Euro. Ich habe Glück, direkt hier um die Ecke gibt es noch einen Handyladen, der hat ein paar Exemplare vom Fairphone noch da. Vielleicht war das sogar das letzte Mal, dass ich mit diesem Telefon hier telefoniert habe. Das wird, glaube ich, eine ziemlich harte Umstellung für mich, weil, wenn ich ehrlich bin, bin ich schon ein kleiner Apple-Fanboy. Da ist das Ding, mein neues Telefon für die Zukunft. Für die Zukunft der Menschheit. Wenn ich es mal mit meinem Handy vergleiche. Deutlich größeres Display. Am Abend kommt mein Mitbewohner Philipp nach Hause. Er ist Informatiker, hat mich schon vorgewarnt, dass der Umstieg nicht ganz so einfach wird und hilft mir beim Einrichten von Kalender, Kontakten und so weiter. Ich hab's schon fast geahnt. Ich werde das Ding aus dem Fenster schmeißen. Es geht gar nicht um das Handy an sich, es geht nicht um das Fairphone. Das ist ganz schön, das fühlt sich gut an, das hat ein schönes Display. Aber das Betriebssystem ist einfach scheiße. Es ist einfach nicht schön, damit umzugehen. Und das geht mir jetzt schon auf die Nerven. Und ich wusste, dass das passiert. Naja, jetzt gehe ich auf jeden Fall pennen. Ich bin nämlich genug am Handy gegangen heute. Gute Nacht. Wie viel ist dein Outfit wert? Nike, Louis, Gucci, Dior, Fendi, Prada. Wie viel ist dein Outfit wert? Fuck, 90 Euro. Ich bin in einem Laden, der ausschließlich Kleidung verkauft, die ökologisch nachhaltig und unter Einhaltung sozialer Standards produziert wird. Das heißt zum Beispiel, dass Baumwolle ohne Pestizide verwendet wird und den Arbeitern Mindestlöhne gezahlt werden. Eigentlich bin ich nur auf der Suche nach einem T-Shirt und ein paar Socken. Ich verfall gerade so ein bisschen in Shoppingwahn. Ich glaube, ich muss einfach schnell bezahlen gehen. Keinen Geschmack, warum kommen die mit der Straßenbahn und werden nicht gebracht? Falscher Rucksack, falsche Jeans, alle sehen den Unterschied. 100 Euro liegen. Boah, ich komme gerade aus dem Laden raus. Ich hätte noch 3 Stunden weiter da drin verbringen können. Ganz ehrlich, die haben geile Scheiße. Also, ich für meinen Teil, mir gefallen die Dinger sehr. Es hat alles einen leichten Öko-Touch, muss man einfach ganz klar sagen. Ne? Also, wem das jetzt nicht gefällt, wessen Style das nicht ist, der ist da nicht so gut aufgehoben, bis auf ein paar Basic-T-Shirts oder so. Und die liegen preislich irgendwo zwischen 10 und 50 Euro. Für 10 Euro bekommt man allerdings auch nur ein Blankoshirt mit der Stoffdicke eines Unterhemdes. Ja, hallo Herr Lützel, Felix Müller hier. Mein Kameramann und ich haben uns irgendwie verschnackt und haben die Haltestelle verpasst. Wir wissen nicht so genau, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall müssen wir jetzt leider den Bus wieder zurücknehmen. Wir sind in Bochum, auf dem Weg zur GLS-Bank und haben uns verfahren. Das wäre uns mit dem Auto nicht passiert, aber wir sind natürlich mit Bus und Bahn unterwegs. Die GLS-Bank ist eine Bank, die sich selber als Ökobank bezeichnet und zwar behauptet, dass sie die erste ihrer Art weltweit gewesen ist. Bei der GLS möchte ich gerne Thomas Jorberg treffen. Und zwar ist Thomas Jorberg 1977 der erste Auszubildende der Bank gewesen und ist heute Vorstandssprecher. Also seit 42 Jahren im Geschäft. Und mit ihm würde ich ganz gerne über ethisches Banking sprechen. Ist das von Felix Müller? Ja, Herr Lützel. Hallo. Ja, ein bisschen nass geworden, aber wir sind wetterfest. Christoph Lützel ist Pressesprecher der GLS Bank. Er führt uns zu Thomas Jorberg und wird das gesamte Interview anwesend sein.
Das ist Felix Müller. Felix Müller, hallo. Thomas, ja. Herzlich willkommen. Vielen Dank für das Treffen. Zuerst mal möchte ich wissen, was mit meinem Geld eigentlich passiert, wenn ich es zur Bank bringe. Also zunächst mal bündeln Sie es natürlich mit vielen anderen, die ihr Geld dort anlegen. Und dann gibt sie die Einlage in Form eines Kredites an einen Kunden weiter. Was passiert mit meinem Geld bei der konventionellen Bank? In ganz einfachen Schritten. Und was passiert mit dem Geld bei einer ökologisch-sozialen Bank? Also bei einer ganz konventionellen Bank, die kein Nachhaltigkeitsmanagement hat, da wissen Sie schlichtweg nicht, was die mit dem Geld macht. Denn die sagt es Ihnen nicht. Also kann sie damit machen, was sie will. Und wahrscheinlich wird alles dabei sein, was es gibt, was sie wollen. Und aber auch alles, was sie nicht wollen, wird die auch finanzieren. Und bei einer Nachhaltigkeitsbank, da können Sie sicher sein, dass das Geld unter sozialen, ökologischen Kriterien angelegt wird. Das können Sie woanders nicht. Bei der Sparkasse Bremen habe ich nachgefragt. Wohin Sie Ihre Kredite vergeben, wird nicht offengelegt. Was würden Sie denn auf gar keinen Fall finanzieren? Also wir finanzieren auf gar keinen Fall also Kohle- und Atomkraftwerke, also all das, was jetzt nochmal die CO2-Dreckschleudern sind, finanzieren wir nicht. Wir finanzieren alles, was mit Rüstung zu tun hat, nicht. Wir finanzieren keine Gentechnik. Wir finanzieren keine Unternehmen, die, sagen wir, Kinderarbeit in Kauf nehmen und so weiter. Was kann sozial-ökologisches Banking bewirken? Also ich meine, wenn es nur sozial-ökologische Finanzierung gibt, dann gäbe es nur sozial-ökologisch orientierte Unternehmen. Also insofern viel. Und 80% der Unternehmensfinanzierungen in Deutschland kommen über Kreditfinanzierung. Also die Wirkung ist da schon ziemlich groß. Und jeder, der seine 10 Euro oder 100 Euro oder 500 Euro oder 1 Million zur Bank trägt, ist ein Entscheidungsträger, wie unsere Gesellschaft aussieht. Auch hier wieder das gleiche Fazit. Jeder trägt seinen Teil zum Ganzen bei. Herr Jorbeck über seine Bank, ich über meinen Konsum und die Politik. Was macht die? 4 Wochen meines Experiments sind rum und zuallererst mal bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe. Es hat mir teilweise sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr viel mit dem Thema auseinandersetzen müssen und habe das Gefühl, dass ich deutlich mehr Bewusstsein dafür entwickelt habe, wie ich konsumiere, was ich konsumiere und warum überhaupt. Gleichzeitig bin ich sehr froh, dass ich durch bin. Und zwar nicht, weil die Lebensumstellungen so kompliziert sind, sondern weil der Dogmatismus und das Boykottieren so vieler Produkte einfach im Alltag extrem anstrengend ist. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage des ganzen Experiments. Und zwar, ist das gute Gewissen ein Luxusprodukt? 75 Euro mehr habe ich ausgegeben. Das ist gar nicht so viel. 75 Euro ist deutlich weniger, als ich erwartet hätte. Zusammenfassend würde ich sagen, dass ich auch in Zukunft den Großteil meines Konsums auf Fairness und Nachhaltigkeit ausrichten möchte und auch werde. Allerdings werde ich dabei nicht mehr dogmatisch sein und nicht mehr so strikt konventionelle Produkte boykottieren, weil ich das Gefühl habe, dass es ein bisschen am Ziel vorbeischießt und es einfach nicht wirklich alltagstauglich ist. Es ist einfach eine viel zu große Anstrengung. Mein Fairphone habe ich nach 2 Wochen tatsächlich wieder verkauft. Umweltbank, Ökostrom und Solawi bleibt aber bestehen. Ich habe einfach das Gefühl, dass mein Geld so in besseren Händen ist. Wie ist das bei euch? Werdet ihr bereit für so eine radikale Umstellung oder sagt ihr, ach, das bringt doch sowieso alles nichts? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und dann schaut gerne auch beim Kanal unserer Kollegen von Steuerung F vorbei. Die haben gerade eine riesige Undercover-Recherche betrieben, um Spanner zu entlarven, die heimlich intime Videos von Frauen online stellen, ohne dass diese davon wissen.